Sie zählt mit zu den reichsten Terrororganisationen der Welt, die radikal-islamische Hamas. Experten schätzen, dass sie jährlich 300 bis 400 Millionen Dollar verdient. Wir wollen deshalb fragen, wie genau wird der Terror finanziert? Wer sind die wichtigsten Geldgeber der Hamas? Und wollen dazu reden mit Dr. Hans-Jakob Schindler vom Counter-Extremism Project. Hier leitet er genau die Forschungsaktivitäten und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Dr. Schindler. Die Menschen in Gaza, die leben in bitterer Armut. Die Hamas hingegen zählt mit zu der reichsten Terrororganisation der Welt. Die Anführer, die wichtigsten Köpfe, die leben in Saus und Braus, in Luxus, sind mehrfache Millionäre außerhalb Gazas. Wie passt das alles zusammen? Ja, also die Hamas, wie jede größere Terrororganisation, hat natürlich über die Jahrzehnte ihrer Existenz seit den Ende der 80er Jahren dafür gesorgt, dass sie mehrere überlappende Einnahmeströme hat. Das heißt also, wenn einer ausfällt, kann relativ einfach durch einen anderen kompensiert werden. Logischerweise die erste und wirklich wichtigste Einnahmequelle seit 2006 ist alles, was in Gaza passiert, auch Abzweigen und Besteuerung von Hilfsgeldern zum Teil. Dann hat sie natürlich starke staatliche Unterstützer. Da ist zunächst einmal ganz offen das Emirat Katar mit dabei. Also zugegeben werden 30 Millionen Dollar pro Monat Richtung Gaza, Richtung Hamas. Sicherlich ist es sehr viel mehr, was über die Jahre auch zusätzlich noch durch die Regierung und durch Spender in Katar an die Hamas überwiesen worden ist. Dann haben wir natürlich den Iran, der sowohl Waffen, Munition, Sprengstoffe, aber auch Ausbildung und Geld liefert. Auch dort reden wir über die Jahre definitiv über mehrere hundert Millionen Euro. Schließlich hat die Hamas noch ein ganzes Firmengeflecht. Firmen, die in der Türkei, im Sudan, in Algerien angesiedelt sind, aber auch in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emirate, hauptsächlich im Bau- und Investitionssektor. Dort werden auch mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr verdient. Und dann kommt noch dazu, natürlich gibt es viele Sympathisanten und Unterstützer. Die sind über die gesamte arabische Welt verteilt, aber auch in Europa und in Amerika und sammeln seit Jahren immer wieder. In Deutschland gab es ja schon mehrere Verbotsverfahren gegen Organisationen, die das getan haben. Gelder, die direkt dann an die Hamas fließen. Meistens sind es Organisationen, die vorgeben, humanitäre Zwecke zu verfolgen. Aber letztendlich ist es dann doch die brutale Terrorfinanzierung dieser Terrorgruppe. Es gibt so Neuerungen der Hamas, die sind technisch interessant. Kryptowährungen wurden zum Teil gebraucht für diese Spendensammlung. Aber strategisch ist diese Einnahmequelle, also die Kryptowährungen, nicht. Stichwort Firmen, Unternehmen in der Welt, die Sie gerade angesprochen hatten. Da so Schätzungen hält die Hamas Vermögenswerte mit über 500 Millionen Dollar. Das ist ja eine enorme Summe. Weiß man denn, was das genau für Unternehmen sind und wo die agieren in der Welt? Man weiß es zum Teil sehr genau. Die USA hat vor etwa einer Woche jetzt zum zweiten Mal die gleiche Firma sanktioniert. Also Trend GYO nennt sich die Firma. Das ist eine Immobilienfirma in der Türkei. Die wurde eigentlich schon 2022 zum Teil in Zusammenarbeit mit meiner Organisation sanktioniert. Jetzt letzte Woche wurde dann nochmal der CEO der Firma sanktioniert. Das Problem ist natürlich, sie haben keine gleichmäßige Umsetzung dieser Terrorismus-Sanktionierung durch die USA in Europa. Die Türkei erkennt die Hamas nicht als Terrororganisation an. Das heißt, die Hamas macht dann rechtlich in der Türkei auch keine Terrorismusfinanzierung. Dann können sie ganz legal in der Türkei als Firma operieren und offen Gelder an die Hamas schicken. Das Problem besteht nicht nur in der Türkei, auch in der arabischen Welt, wie schon ausgeführt. Aber auch in Europa haben wir zum Beispiel die Schweiz, die offiziell die Hamas noch nicht als Terrorgruppe gelistet hat. Also theoretisch könnte die Hamas auch in der Schweiz ganz offen als Hamas Geld sammeln. Jetzt haben Sie auch schon Spenden angesprochen. Auch das ist ein finanzielles Standbein der Hamas. Und gerade in der arabischen Welt wurde da jüngst zu einem Finanz-Dschihad aufgerufen. Man soll die Menschen unterstützen und sozusagen den Terror mitfinanzieren. Ganz offen wird das da kommuniziert. Wie erfolgreich ist denn die Hamas da, solches Geld einzutreiben? Ist den Menschen, die spenden, das alles egal, was da passiert in Israel? Dieser Terror sozusagen, das kann ja nicht so einfach an den Menschen vorbeigehen. Ja, aber natürlich wird hier seit dem 7. Oktober sofort natürlich versucht, die Opfertäterumkehr zu betreiben. Also man hat fast schon in der arabischen Welt, wenn man sich die Berichterstattung auch auf Arabisch ansieht, das Gefühl, dass die Israelis völlig ohne Grund auf die Idee gekommen wären, Gaza anzugreifen. Und was die Hamas
getan hat, dieses pogromartige Anschlagsszenario vom 7. Oktober, in dem natürlich auch die Gewalt ganz bewusst auf den sozialen Medien zelebriert worden ist, das wird ausgelassen. Das heißt, natürlich ist die Hamas, die sich jetzt als Opfer darstellt und natürlich in sehr zynischer Weise die Zivilisten in Gaza zum Sterben benutzt, damit solche Bilder entstehen, damit man sich als Opfer darstellen kann. Der gelingt es natürlich schon, jetzt gerade auch in dieser Situation noch mehr Geld zu sammeln. Aber dummerweise war die Hamas auch schon vor diesem Anschlag sehr erfolgreich, was die Spendensammlung weltweit anging. Das ist eine der Haupteinnahmequellen der Organisation. Nach dem Terrorangriff auf Israel nach dem 7. Oktober hat ja die israelische Armee dann alsbald ihre Bodenoffensive angekündigt und auch immer mit dem Vermerk, dass man speziell diese Tunnelsysteme, die ja 400 Kilometer lang sein sollen, unterhalb Gazas damit zerstören möchte. Die Hamas verdient ja mit ihr auch signifikant Geld durch Schleusungen, Luxusgüter, die da hin und her transportiert werden. Ist das eine Rechnung, die aufgehen kann, wenn die israelische Armee jetzt sagt, wir wollen die zerstören, dass dann eine wichtige Geldquelle zumindest entfallen würde, ist das so einfach oder steckt da noch mehr dahinter? Nun, zum einen, militärisch ist natürlich möglich, diese Tunnelsysteme. Das kommt darauf an, wie lange man sich Zeit nimmt, wie viele eigene Verluste man bereit ist zu tragen. Natürlich kann man physische Infrastruktur auch physisch zerstören und damit eine der Einnahmequellen zu erliegen zu bringen. Aber wenn das Ziel der Israelis ist, die Hamas als Organisation an und für sich signifikant zu schwächen, wenn nicht sogar zu beenden oder zumindest mal so zu verkleinern, dass sie keine signifikante Gefahr mehr für Israel darstellt, dann braucht Israel internationale Hilfe. Diese Geldflüsse aus Katar, aus Iran, aus Europa, von Spenden aus Amerika, das Firmengeflecht, alles das kann Israel natürlich nicht aus Israel lösen, zumal die Gelder ja zunächst einmal an die Hamas-Führung fließen, die in Katar und in der Türkei und damit zunächst einmal von israelischem Zugriff sehr sicher sitzt. Also wir müssen als internationale Gemeinschaft, Deutschland, Europa, hier sehr viel besser werden, was Sanktionen angeht. Wir haben uns aus gutem Grund die letzten 20 Jahre auf Al-Qaida, auf den Islamischen Staat, auf Iran-Sanktionen und letztlich auch dann auch auf Russland-Sanktionen spezialisiert und konzentriert, was die Kapazitäten der Ermittler, aber auch was die Umsetzung der Sanktionsbeschlüsse angeht. Hier braucht es eben, und das hat auch schon begonnen, einen neuen Ansatz mit Konzentration herauszufinden, wo sind die Firmen, haben die Gelder auch in Deutschland oder in Europa oder in den USA, die Konten zu schließen und so diese Geldflüsse zu unterbrechen und gleichzeitig politischen Druck auf Katar, das jetzt zum wiederholten Mal zufälligerweise in Anführungszeichen die besten Beziehungen zu einer Terrororganisation hat. Das war bei Al-Qaida der Fall, das war bei der Al-Nusra-Front der Fall, das war bei den Taliban der Fall, jetzt ist bei der Hamas der Fall. Irgendwann muss sich Katar auch entscheiden, auf welcher Seite sie gerne stehen würden. Und natürlich, wir müssen Druck auf den Iran ausüben und dort noch gezielter sanktionieren, diese Teile der Revolutionsgarden, die speziell die Hamas mit Waffen und Geld versorgen. Mit der Weltdiplomatie ist es ja sowieso gerade eine schwierige Kiste, wenn man sich da verschiedene Konflikte ansieht. Ich wollte Sie auch gerade nachfragen, was können denn andere Länder, die jetzt nicht an der Seite der Hamas stehen, Sie haben ja schon die Länder genannt, die immer noch verbündet mit ihr sind, aber was können denn zum Beispiel die USA, was kann die deutsche Bundesregierung denn tun, um ein Zeichen zu setzen und die Hamas vielleicht auch finanziell zu schwächen? Ist das tatsächlich nur mit Sanktionen getan? Nein, also in Deutschland, wir haben jetzt endlich auch das Betätigungsgebot der Hamas, für die Hamas. Das ist eine ganz wichtige rechtliche Grundlage, auch für die Ermittlungsbehörden, hier Vermögenswerte einzuziehen und alle Aktivitäten, auch Aktivitäten, die erstmal nach Charity und humanitären Aktivitäten aussehen, aber dann doch der Hamas zugutekommen, auch rechtlich zu unterbinden und die Vermögenswerte einzuziehen. Aber damit ist natürlich mit diesem einen Verbot erst nur ein Schritt getan. Also diese Struktur kann man jetzt angehen. Aber natürlich wird die sich über kurze Zeit wieder neu organisieren. Also man muss wie bei allen Themen, wenn es um Terrorismusfinanzierung geht, am Ball bleiben. Denn die Terrorismusfinanzierer werden nicht aufhören. Das heißt, wir müssen auch weiterhin versuchen, mit unseren Mitteln diese Finanzierer ausfindig zu machen und ihre Ersatzorganisationen und Netzwerke dann erneut wiederum zu stören. Das ist wie überall bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, die endet nicht nur durch ein Verbot. Sagt Dr. Hans-Jakob Schindler vom Counter-Extremism Project. Herr Dr. Schindler, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.